Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rust nach dem Livestream. Wir sind wieder sozusagen aktuell. Ja, wir sind zurück. Zumindest ich wieder aus dem Urlaub. Korti-LP und ich auch. Also, wir beide sind zurück. Ja. Und ja, er steht da ein bisschen mit Pfeil und Bogen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, wenn er den Pfeil und Bogen da hält, weil er den Bogen nicht spannt, aber naja. Kannst ja mal bei mir gucken, wie es aussieht. Jetzt hat sich dein Gesicht verschoben. So, siehst du? Ich habe den Arm hinten, aber... Ja. Ja, ich hatte das jetzt eigentlich nur, damit er deinen Kopf ein bisschen schärfer macht, weil ich habe doch dieses Field of View an, ne? Ach so. Gut. Also, so, ja. Neue Folge. Wir sind wieder auf dem Server Rammstein. Stimmt. Neue Aufnahme, neues Glück. Wieder mal Häusle bauen, ne? Und wir kommen erstmal zu den Update-News. Als allererstes möchten wir jetzt auf das neue Interface eingehen. Zack. Ja, da sehen wir oben unsere Temperaturanzeige. 28 Grad haben wir aktuell. Das heißt, bei mir steht 32. Echt? Ja, okay, gut. Hast dich wahrscheinlich ein bisschen wärmer angezogen als ich. Danach dann halt, wenn wir brennen, darunter den radioaktiven Schutz, habe ich 32. 25. Ha. Darunter anscheinend Fallschaden. Fallschaden? Keine Ahnung, Blitze. Und ja, was da Explosion. Noch alles ist, geschützt vor wahrscheinlich. Ah ne, genau. Geschützt vor Kälte 28, vor Radioaktivität. Das ist, wie sehr wir geschützt sind. So. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt aber. Vor Wurfstern und so weiter. Ja, und des Weiteren, jetzt seht ihr hier bei dem Beanie Head beispielsweise Varianten 2. Könnt ihr hier den Skin changen. Will ich auch noch zeigen. Warte. Baseball Cap, genau. Hier, change Skin. Ja, könnt ihr herstellen und dann zack, einfach anlegen. Aber mit dem habe ich weniger... Radioaktivitätsschutz. Dann gibt es noch als neuen Gegenstand High Quality Metal Ore. Da habe ich hier auch schon mal ein bisschen was. Ich habe da mal was vorbereitet. So, und dann haben wir natürlich hier auf Rammstein wieder massig Ressourcen. Deswegen kann ich auch mal ganz kurz schon zeigen, eine hohe Außenmauer. Die stelle ich jetzt einmal her, um einmal die Relation zu zeigen, wie groß so eine hohe Außenmauer ist. Sofern ich sie denn hier irgendwo bauen kann. Oh, jetzt hast du mal auch einen Plan in der Hand. Oder habe ich das vorher noch mal übersehen? Doch, du hast einen Plan in der Hand. Gehabt eben. Okay, ich weiß aber jetzt nicht, wo ich es hinbauen könnte. Hm. Wand. Ich finde, hier ist noch alles. Ich drehe gerade meinen Kopf nur. Ich guck dich an, kann das sein? So halbwegs. Ich habe ja auch noch ein bisschen Stein. Ah, das hat mit dem Bauplan zu tun. Wenn man den Bauplan in der Hand hat. Ja, sie sind diese Wood Armor Parts und so weiter nicht auch neu? Ja, die sind auch neu, genau. Die habt ihr ja gerade schon an mir gesehen. So, ich würde sagen, wir platzieren uns hier unten, oder? Gehen noch ein bisschen weiter runter. Oh, ganz kurzer Leck. Ich würde sagen, wir platzieren uns hier unten schön bei den Steinen. Am Wasser. Yay. Und auch so hat Rust ein paar schöne neue Updates bekommen, auf die wir natürlich noch weiter eingehen werden. Auf jeden Fall, es wird immer schöner und schärfer und yay. Irgendwo hier müssen wir uns nochmal hinbauen können. Ich muss nochmal eine gerade Ecke geben. Ich glaube, wir können die Mauer erst platzieren, wenn... gerade. Nee, wenn wir... Irgendwann fällt es mir ein. Wenn wir einen Schrank gebaut haben. Ja. Ja, warum nicht eigentlich hier? Leck. Ja, auch gerade ein Leck. Gut, das heißt, wir sind in der Nähe von einer Red Town. Die muss dann jetzt gerade geladen werden. So. Ich guck nochmal. Solange es nur Ladelecks sind und nichts sonstiges, ist mir das recht. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem Standard an, ne? Bauen wir erstmal Papier. Ja, um einen Plan zu bauen. Ja, den hast du doch schon in der Hand. Das ist aber der falsche. Das ist die für die Mauer. Ah. So, mit dem Papier bauen wir uns den Building Plan. Ein großes oder wieder jeder sein eigenes? Wie hättest du es gern? Jeder sein eigenes, einfach aus dem... Oh cool, ich habe sogar einen Plan in der Hand. Das ist geil. Das sag ich dir die ganze Zeit.
Nee, ich meine, wenn du den Blueprint in der Hand hast. Das ist natürlich auch neu. Hat man echt nicht mehr jetzt den Stock in der Hand. Oh, nee, warum baut denn der das jetzt quer? Hä, hat er das quer gebaut? Ja. Echt, kriegt er das hin? Ah, stimmt, weil es an der Kante war. Ja, gut, das ist... Ja, da ist natürlich schon wieder der Tro. Ach, verdammt, jetzt habe ich auch gerade Fehler. So. So, machen wir es diesmal relativ klein. Ja, denk dran, wir brauchen immer Pillar. Pillar, 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 Pillar. Ja, und ihr seht, ich muss in einer geringeren Auflösung aufnehmen. Das heißt aber nicht, dass ich in einer geringeren Auflösung rendern muss. So. Alter, du bist in mein Haus reingebaut. Was? Geht's noch? Hast du sie noch alle? Ja, halbwegs. Brauchst du mal wieder schön weg, ne? Nein. Och Mann. Ich kann da nicht bauen. Die Ecke hat mir aber gefallen jetzt. Ich kann da gar nicht bauen, ne? Jetzt kann ich bauen. Wenn du jetzt hinbaust, ist mir das egal. Ey! Was denn? Ich muss jetzt extra wieder reparieren. So. So. Jetzt kann ich da garantiert nicht mehr hinbauen. Boden, Boden. Boden, nee, Fundament. Wo ist das? Hä? Even Bob couldn't build that. Ach, okay, ich verstehe schon warum. Da kann ich nicht bauen, weil da drunter was fehlt. Nämlich ein... Pillar. Ich glaube, das war doch der, wo man hier überall Pillar setzen musste, ne? Normalerweise schon. Ich weiß es jetzt nicht, wir machen es jetzt einfach mal. Türen machen wir zu beiden jeweils zu den anderen auch. Hm? Sag mal, hast du sie noch alle? Bin ja schon weg. So, ich baue meine Tür in die Richtung auf. Jetzt habe ich schon wieder so ein eckiges Hütchen hier. Ja, habe ich auch. So. Also hör auf, dich zu beschweren. Meine Freunde, die Pillars. So, hier machen wir noch eine schöne Terrasse rein. So, das ist natürlich jetzt ganz toll. Was ist denn? Ah, da. Mein Haus ist halb im Grün. Ja, ist bei mir auch. Das kannst du halt nicht verhindern, wenn du so eine Schräge hast immer. Gut, kann so. Ich denn da wenigstens eine Wand hinbauen? Yay. Ach, weißt du, was uns noch fehlt? Jetzt kommt's. Ein Hammer. Hab ich. Hast du schon? Ich noch nicht. Natürlich. Ich noch nicht. Skandal. Im Sperrbezirk. Holz aufwerten. Holz aufwerten. So, ich habe natürlich schon ein bisschen was an Holz gesammelt gehabt. Dito. Man bereitet sich natürlich eine gewisse Weise vor, ne? So. Ganz kleines bisschen nur. Aber lieber Korti, wir machen das auch gleichzeitig als kleines Interview bezüglich der Gamescom. Wie war's denn? Naja, willst du jetzt eine ehrliche Meinung hören? Also nicht die kurze Variante, doch schon eine längere. Wo warst du denn als allererstes? Was war dein allererstes Ziel? Rate mal. Das war ernst gemeint. Achso, der Mario Maker. Natürlich. Lustigerweise, ich war zwar mit der Wildcard da, aber hinter mir war doch schon eine ziemlich große Schlange. Also ein paar mehr mit der Wildcard gab es da schon. Aber... dahin. Mario Maker, 60 FPS, super flüssig, ich find's toll. Beste war noch, wirst du denn angeguckt, ja, haben sie denn schon mal Mario gespielt? Nein, ne? Wenn die wüssten. Ich meine, vor allem, ich hatte noch ein passendes T-Shirt an, ne? Hinten drauf Korti LP. Ja, ich habe mal Mario gespielt. Am besten noch so Korti LP mit einem Mario-Logo drauf. Nee, mein Logo ich halt. Ich weiß ja, aber trotzdem, das wäre so schön so, ups, ach, Copyrights, keine Ahnung, wovon sie reden. Ja, doch, das Beste ist, ich habe, sieht man in meinem Vlog, der
warte mal, gestern oder vorgestern rausgekommen wäre. Jetzt muss ich überlegen. Auf jeden Fall in dem habe ich ein kurzes Video. Die Levels aus dem Nintendo World Champion, ne? Mhm. Die konnte man anspielen und die waren interessant. Hast du eins geschafft? Ehrlich? Das erste. Ich habe es leider nicht komplett aufgenommen, aber das erste habe ich durch. Oh, Respekt. Und auf jeden Fall, na, ich guck so NWC 1, 2, 3, 4, was könnte das denn sein? Egal, spielst du mal. Und auf einmal, ach, das kommt mir doch bekannt vor. Ja, es sind ja wirklich viele, die da entsprechend was beigesteuert haben beim Super Mario Maker. Auch der Schöpfer von Rayman, ne? Hm? Ja, auch der hat ein Level beigesteuert. Facebook hat ein Level beigesteuert. Auf jeden Fall es haben will. Ganz einfach haben will. Ja. Als nächstes hast du dann wahrscheinlich dich mit Star Fox beschäftigt. Lustigerweise war mir die Schlange dann zu lang und wir sind dann erstmal weitergegangen. Star Fox habe ich dann ja so als allerletztes erst gespielt. Okay. Aber es fühlte sich an wie früher. Ich find's toll. Ich will das haben. Außer die Steuerung, da müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mit, ne? Das kommt noch, wenn ich dran gewöhnt hast, dann kommt das. Ja, weil sie müssen natürlich so ein bisschen Bewegungssteuerung unbedingt noch reinbringen und, Aber hey, ich weiß gar nicht, was sich manche wegen der Grafik beschwert haben, ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Gut, klar, ein bisschen mehr Anti-Aliasing würde ich mir bei Nintendo-Spielen manchmal schon wünschen. Nintendo hat gar kein Anti-Aliasing jemals genutzt. Deswegen, ja. Aber gut, das ist halt ihre Eigenart, ne? Die muss man halt dann auch, sag ich mal, so akzeptieren. Muss man nicht, kann man aber. Es gibt Schlimmeres. Ja. Genau. Und also was war dann dein nächstes Ziel, nachdem? Lustigerweise sind wir dann bei, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, vorbeigelaufen und da sehe ich auf einmal nur Mighty No. 9. Geil, hin. Ließ sich auch schon komplett super spielen, also ich verstehe gerade nicht, warum sie das irgendwie verschoben haben, wie du mal meintest. Ja, 2016. Bin ich eigentlich schade, es sah sehr fertig aus. Gut, klar, du konntest natürlich jetzt nicht alles spielen, aber das, was du spielen konntest, war eigentlich, ich hätte jetzt gesagt, super. Ja, du, aber die doch nicht. Gut, der Herr, der dahinter hängt, ist ja sowieso Perfektionist. Genau. Darum. Okay, Mighty No. 9 und dann ging's weiter zu... Also dann bin ich erstmal ein bisschen rumgelaufen. Ach so. Wo ich wieder sagen muss, Ubisoft, EA, gleiche Stände wie letztes Jahr, nur halt andere Plakate drauf. War interessant. Okay, hast du Star Wars Battlefront getestet? Nein, leider nicht. Hat da ja sehr viele... Die Schlange wollte ich mir dann doch nicht antun. Es ist irgendwie wie jedes Mal, die stellen sich alle grundsätzlich bei EA erstmal hin. Ja, alle schreien am lautesten bei EA, scheiß Verein, und dann, wir stellen uns mal an. Nicht nur wir stellen uns mal an, spielen wollen. Aber für Battlefront haben sie ganz schön Aufriss gemacht, da standen ein lebensgroßes Raumschiff, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. X-Wing, TIE Fighter. Müsste der TIE Fighter sein. TIE Fighter, TIE Bomber. Irgendwie so. Plus noch Leute im passenden Outfit. Ja, ich saß als Kind mal in einem X-Wing. Yay. Den fand ich persönlich immer am schönsten. In einem, 1:2. Aber egal. Es war cool. Es war damals zu Rebel Assault 2. Da konntest du dann Rebel Assault 2 da drin spielen. Das ist natürlich... Achso, hier ist meine Treppe. Ups. Das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Das war damals wirklich, fand ich, noch richtig geiles Marketing. Oh, die Pillar musst du wirklich sehr gut upgraden. So, gut, ich habe jetzt hier ein bisschen was upgegradet. Hast du eigentlich schon so weit upgegradet, dass wir sagen können, hey, wir bauen... Oh mein Gott, wie hoch baust du denn wieder? Ich habe diesmal nur 2 Stockwerke. Ach so. Ach ja, stimmt, du bist ja ein höher als ich. Egal. Mit ein paar Löchern in der Wände und einfach nur, damit ich an die Pillars rankomme. Aber da werde ich jetzt Fenster reinsetzen. Ah, hier unten habe ich noch gar keine Fenster. Die mache ich ja dann wieder anders.
Was ich was mich sehr auch übrigens überrascht hat, gut, das ist halt nicht jedermanns Sache, aber es ist neue Guitar Hero. Ja, okay, das ist natürlich dann was für dich, ne, entsprechend. Ja, ich habe die alten, ich muss auch dazu sagen, Guitar Hero hat mich auch zur echten Gitarre gebracht. Ich fand das Guitar Hero so toll und das ging auch ganz gut, deswegen habe ich mir dann irgendwann mal eine echte gekauft. Okay. Ja, okay. Und dann stand ich da, Guitar Hero live, alles schön und gut. Erste halbe Minute auf leicht gespielt, auch das ist mir dann doch ein bisschen zu leicht. Hier, komm mal her, kannst du mal schwerer stellen. Im Nachhinein habe ich dann gesehen, ja, die Highscores werden auf, da, ne, ausgeschrieben, du hättest was gewinnen können und ich im Nachhinein, Tro, was tust du? Ich bin das nicht. Kipster. Ernsthaft? Ja. Ich bin verwundert. Okay. Ich lebe wieder. Guten Tag. Hat der ein Glück, dass das Fenster zu ist. Jetzt bin ich tot. Ach, warst du ja. Das? Scheiße, ich wollte den Kipster erwischen. Denke. Nein. Oh, Kacke. Ich hatte noch keinen. Oh nein. Du kannst dich ja zu mir porten. Solange Raging Kipster da gerade nicht abgeht. Der kommt einmal in mein Haus und dann hau ich ihn weg. Der hat eine Knarre. Ich habe einen Pfeil und Bogen. Ah, wo kommt der dann jetzt her? Schießt mich an und schreit nur noch Guten Tag. In dem Falle, falls du es guckst, Grüße, aber du musst mich ja nicht gleich töten. Okay, schnell nochmal TPA. Ich dachte halt, das wäre der Kipster gewesen, der da stand am Fenster, dabei warst du das. Ja, er hatte mich gerade wiederbelebt und ne, ich wollte mich gerade dingsen. Dingsen, genau. Das ist meine Hütte, genau. Er macht gerade deine Hütte kaputt. Was ist mit dem kaputt? Hallo? Geht's noch? Ich geh erstmal in meine rein. Wo ist meine Leiche? Irgendwo oben. Ist natürlich auch schön. Von Gamescom zu Kipster. Ja. Ich hab zum Glück noch einen Bogen. Also sollte er jetzt bei mir reinkommen. Ich wünsche mir manchmal immer noch einen Knopf, mit dem man sich komplett looten könnte. Ich glaube, den gibt es doch oben, oder? Gibt's das da? Nein. Nein. Leider nein. Er hat mich schon wieder getötet. Er hat mich komplett getötet. Ich glaube, der mag uns nicht mehr. Ich wollte es gerade sagen. Also, wir haben den versucht mit einzuladen und jetzt auf einmal. Oh. Er geht in Rage Mode. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wie lange wir es überleben. Ich kann mich gerade noch looten. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschüss.